Hallo? Hallo? Kaufen! Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Kaufen! Kaufen? Kaufen! Kaufen? Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Ah! Sieh mal, Juppie, es ist ein Junge! Wie bitte? War nur ein Scherz. Ein Scherz? Oh nein, nicht schon wieder! Das Telefonat! Hallo, bist du noch dran? Was sagst du? Was? Alles verloren? Ja, verstehe. Gut, bis dann. Wolltest du nicht telefonieren? Bitte sehr, behalte das Telefon ruhig. Alter, ey. Nur weil wir einmal kaufen zu wenig gedrückt haben. Im Ernst? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich rollen? Ey, ohne Scheiß. Okay, jetzt schließe ich das scheiß Telefon an, Mädchen. Alter, da kriege ich ja... Da kriege ich eh zu viel. Da müsste ich schon Ingenieur der Medientechnik sein, um das zu reparieren. Ah, zufälligerweise bin ich das. Komm, machen wir. Ach nee, bin ich nicht. Egal. Ich könnte es trotzdem. Mann, Mädchen, bist du behindert? Oh, du kannst doch so ein Kabel zusammenknüppern. Oh, kann mir nicht mal jemand helfen? Ich hasse dieses Mädchen. So. Wie können wir es jetzt anschließen, bitte? Dann können wir es hier. Komm, legen wir erstmal auf die Gabel. Telefon mit Gabel. Was war das? Ah, Münze. Hey, da ist eine Münze drin. Nimm sie doch, du Mädchen, Mensch. Wechselgeld. Damit könnten wir üben im Prinzip, oder? Ich bin reich. Ich bin reich, naja, nein, eigentlich nicht. Nutze Münze mit, nein. Ach. Moment. Der wollte doch Kaffee haben, wa? Wir hatten doch da in der Bar. Genau. Ey, Edna, jetzt verarsch mich nicht hier. Erweck Stinke. Stinke sauer. Boah, ich hoffe, der hat gespeichert, ey. Sonst bring ich mich um. Ich muss jetzt auf Speichern kurz drücken, Freunde. Das seht ihr jetzt mal kurz hier. Speichern, wunderbar, geht alles noch. Slot 3 merkt ihr euch hoffentlich. Ich merk's mir nicht. Ach, was mache ich? Dann bin ich gar nicht behindert. So, jetzt gehen wir durch die Bar. Die war... Ach nein, wo war jetzt die Bar? Oh, ich bin lange echt fertig. Die ist im Hinterraum vom Bienenmann, wa? Richtig, denke ich. Ja. Loading! So. Dann machen wir das jetzt mal ganz einfach. Oh, jetzt habe ich gerade einen Rush-Modus. Dann stellen wir dort mal unseren Becher rein, nicht? Das machen wir einfach mal. Und dann schmeißen wir dort eine Münze rein. Kaffee. Na, wirst du den wohl nicht trinken? So. Und jetzt auf zum Bienenmann. Dann kriegen wir Ohrenschmalz. Ist nicht eigentlich voll eklig? Ich weiß nicht mehr, was wir damit anfangen sollen. So, ich überlege gerade. Was kann man denn jetzt damit machen? Hier, ich habe dir einen Kaffee gebracht. Sehr aufmerksam. Das war's? Hallo Bienenmann. Hallo Fremde. Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna.
Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Alter. Wie war das noch mit dem Ohrenschmalz? Es handelt sich um eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Ey, du hast gar einen gehabt, du Arsch. Hä? Boah, fuck, mein Mikro. Ich blick das gerade nicht. Ich mach dann mal eine Fliege. Ich bin blöd, glaube ich. Achso, wir haben den... Okay. Ich habe kurz nicht hingeguckt, deswegen müsst ihr mir verzeihen, Leute. Das tut mir leid. Oh. Sollen wir dem jetzt den... Du solltest dich Folgendes fragen. Warum gibt Edna sich lieber mit einem Becher Ohrenschmalz ab, als mit mir? Die Antwort? In der Gegenwart des Ohrenschmalzes fühle ich mich deutlich wohler. Können wir das ihm in Drink schütten, also? Eine Lieferung für den Barmann. Was soll das sein? Bernstein? Fast. Es ist Ohrenschmalz. Seltsam. Sieht aus wie Bernstein. Wie auch immer. Für Ohrenschmalz habe ich keine Verwendung. Mein Vorrat reicht noch für mindestens 3 Tonnen Stinktrink. Yay. Und was machen wir jetzt mit dem Becher Ohrenschmalz? Können wir den da reinkippen vielleicht? Ich glaube, da ist bereits genug Ohrenschmalz drin. Ew. Lass mich überlegen. Peter hat heute Geburtstag. Moment. Ich meine mich an was zu erinnern. Also wie gesagt, Leute, 5 Jahre her bei mir. Inzwischen. Das Spiel, deswegen, ich kenne das eigentlich. Ich habe gedacht, Mann, das machst du mal schnell. Das wollte der Hammer. Ich hab da was für dich. Das bringt dich gleich wieder auf die Beine. Bezweifle ich. Ja! Baby! Oh yeah! Oh yeah! Yeah! Juti, juti. Juti, jetzt kann ich, jetzt können wir uns ja was bestellen, nicht? Richtig. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Ja, machen wir mal einen Grog bitte. Einen Grog, bitte. Den servieren wir hier nicht mehr. Ah, schade. Was ist passiert? Lustige Geschichte. Komm, schieß los. So ein Typ hatte herausgefunden, dass sich das Zeug durch Metall fraß. Er hat es benutzt, um das Schloss am Gitter vorne zu zerschmelzen. Das klingt nach einem verwegenen Abenteurer. Ja, netter Kerl, eigentlich. Hatte natürlich eine Vollmeise, wie alle hier. Wollte Pirat werden oder so. Schade um ihn. Wieso? Ist er nicht entkommen? Leider nein. Dr. Marcel brach ihm beide Schienbeine. Dann hat er in eine Zelle gesperrt, bis er dort elendig verhungert ist. Oh. Ja, das klang ja nicht so gesund. Einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Ja, dann machen wir einen Stinktrink. Einen Stinktrink? Ja, 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 ja. Ja, ja. Einen Stinktrink. Kommt sofort. Wofür waren denn die Chips nochmal? Nur... Es riecht hier so komisch. Der Stinktrink, Edna. Ich meine, dass wir ihn austrinken müssen. Ich muss verrückt sein. Geht es dir gut? Edna, sag doch was. Die Rothäute haben das vor umzingelt, Colonel. Oh, Gott sei Dank, alles wieder wie vorher. Wie war der Drink? Durchwachsen.
Immerhin hast du ihn ganz leer getrunken. Ja, ich musste ihn vernichten. So etwas Diabolisches wie dieser Stinkdrink sollte nicht auf Erden wandeln. Wandeln sollte er sowieso nicht. Außerdem habe ich ihn nicht ganz leer getrunken. Die Fliege habe ich übrig gelassen. Genau, und die brauchen wir nämlich. Die Fliege, und die brauchen wir hiermit. Ich könnte die Fliege in den Ohrenschmalz drücken. Klingt sinnvoll in meinen Ohren. Dann lass es uns tun. Es sieht ein wenig aus wie eine Mücke, die in Baumharz eingeschlossen ist. Und das ist der Zweck. Denn wir haben ja unseren Paläontologen, Paläontologen. Ich bin sprechbehindert. Und den interessieren doch in Bernstein eingeharzte Sachen. So, wo war der alte Sack nochmal? Ja, ja. Ich weiß noch nicht, was es uns bringen soll, dass der... Aber, ja. Nicht? Ich habe da was für dich. Oh, ist das zu fassen? Ist der absolute Wahnsinn. Dino Dioness in Bernstein eingeschlossen, wie es sich gehört. Genau das, was ich für meine Dino-Suchprogramm benötige. Darf ich das behalten? Natürlich. Was bekomme ich denn dafür? Achso. Das Einzige, was ich entbehren kann, ist mein Ticket für den Wäschelift. Immerhin muss ich jetzt nicht mehr nach Peru in meine Bernstein mähnen. Kommen wir ins Geschäft? Abgemacht. Deal. Oh das ja. Soll ein Ticket sein? Das ist doch nur ein Kleiderbügel. Ach so, das Ticket ist gleichzeitig der Kleiderbügel. Okay. Okay, jetzt habe ich's. Kapische. Dann gehen wir mal zu ihm hier. Ah, okay. Alu, Man. Hey, Alu. Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Kann ich einen Kleiderbügel haben? Ich muss langsam Nein, mal ich, weiter. Ich will ja hier. Pass auf dein Karma auf. Ja, dein Mutter-Karma. Nur weil wir diesen König Adrian besiegen wollen, Alter. Entschuldige bitte. Ja, mein Kind. Brauchst du für dein Wetterexperiment wirklich den Kleiderbügel? Ich habe hier einen, der mindestens genauso gut ist. Aha, und jetzt willst du tauschen. Das wäre supi. Na, wenn's dich glücklich macht. Danke, du bist ein echter Freund. Ich dachte, der wollte uns jetzt helfen. Jetzt haben wir immer auch einen Wäschebügel. Nur einen anderen wahrscheinlich. Naja, aber... Können wir damit jetzt einfach durch den Wäschelift fahren zum Keller? Mal probieren. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Alle deine Sorgen über Bord. Darf ich sehen? Da. Sehr schön, du darfst passieren. Danke. Na, dann passieren wir. Hui!